Willkommen, meine lieben Freunde, zum GPL Teambuilding Video für den 16. Spieltag der GPL Season 3. Heute geht es ran gegen den lieben Timo bzw. Razer auf YouTube, der das Team Anbauen Zoroark leitet und er hat sein Team stark verändert. Insgesamt 4 Switches natürlich, aber nicht nur das, auch in dem Sinne stark, dass es einfach super stark gegen mich mittlerweile ist. Es war auch schon vorher sehr stark, aber jetzt ist es noch viel, viel stärker, denn er hat an Initiative dazu bekommen, an Stärke generell, also an Durchschlagskraft und an Attackenvielfalt, und das wird super, super schwer. Deswegen schauen wir uns auch direkt mal sein Team an. Und zwar hat er natürlich seine gewohnte Kombination im OU, sein Megaknackrack, Stahlobor und Hypoteros. Dann haben wir Entei, Hooper, Boros in der Inkarnationsform, Viridium, Vashakwil, Raichu, Lapras und Pantimos. Super starke Pokémon. Er kann alles mitnehmen, deswegen habe ich auch keine gute Team-Prediction oder so, denn er kann die gewohnte Kombination aus Stahlobor, Hypoteros und Megaknackrack mitnehmen, weil er das fast immer mitnimmt und auch gegen viele Teams sehr gut ist. Das Gute ist, ich habe immer einen Panzeron und Gastrodon, welche ziemlich gut mit seinem Hippo und seinem Stahlobor klarkommen, aber Megaknackrack wiederum macht super guten Schaden auf beiden Pokémon und generell ist ein großer Threat, deswegen allein diese Kombination ist so stark, weil er immer wieder Megaknackrack hat oder Entei oder so. Deswegen Megaknackrack wird er auch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe da auch kaum einen guten Switch entgegen. Außer nach Tara, aber dazu kommen wir später. Dann haben wir Entei, ist auch super gut gegen mich, wird er auch sehr wahrscheinlich mitnehmen. Hooper könnte er mitnehmen, eher nicht, weil ich Mega Absol habe, aber er kann es auch mitnehmen im Trick Room. Er kann, wie gesagt, alles mitnehmen. Er kann nur natürlich nicht alle 11 Pokémon mitnehmen. Deswegen muss ich ja irgendwie damit rechnen, dass er irgendwas nicht mitnimmt. Und Hooper ist das Pokémon, was er wahrscheinlich eher nicht mitnehmen wird. Boros in der Inkarnationsform, super gut gegen mich, wird er mitnehmen. Es hat eine super Coverage mit Strauchler gegen Gastrodon, mit Fokusstoß gegen Nachtara und mit der Hitzewelle gegen meinen Panzeron. Dementsprechend trifft es alle meine Wards sehr effektiv und kann sie 2-Hit-KO'en. Deswegen wird er das hundertprozentig mitnehmen, vor allem weil es super schnell ist mit 111 in der Initiative. Viridium muss er nicht mitnehmen, da habe ich ganz gute Checks gegen, aber er kann es mitnehmen, vor allem gegen meinen Nachtara ist es ziemlich gut, weil es eben ein super Switch-In ist, dann auch den plus 1 Redlichkeit-Boost bekommt durch den Schmauzer, wenn ich darauf gehen sollte. Deswegen Viridium auch nochmal ein super Pokémon für Nachtara. Vashakwil könnte er mitnehmen, falls er Boros nicht mitnimmt, aber das glaube ich nicht, deswegen Vashakwil eher weniger, könnte er aber trotzdem mitnehmen. Raichu, Lapras und Pantimos kann er auch wieder alle mitnehmen. Raichu ist super gut, ähnlich wie Boros, es trifft alle meine Walls ziemlich hart mit Fokusstoß, Donnerblitz und auch Strauchler wieder, denn ja, es wird alles zu KO'd und er kann auch Ränkeschmied haben und sich gegen meinen Panzeron zum Beispiel boosten, weil ich ihm nicht so viel machen kann, auch wenn das Ding keine so gute Death hat. Es resistet beide meine Steps. Ja, also beide Steps von Panzeron und Lapras sowie Pantimos kann er auch, wie gesagt, beide mitnehmen. Lapras super stark, wird er wahrscheinlich eher nicht mitnehmen. Wäre aber sehr gut, vor allem wenn Nachtara tot ist oder ich es gar nicht mitnehme, weil ich da keinen guten Switch in ein Wahlglas Lapras habe. Vor allem mit Gefriertrockner ist es ziemlich gut gegen meinen Gastrodon und kann mit H2-Absorber die Attacken absorbieren. Also die Wasserattacken. Und Pantimos ist auch extrem gut gegen mich. Es kann einfach alle Wards wieder hier effektiv treffen. Und man hat schon gesehen, in der Hinrunde war es ziemlich gut gegen mich. Deswegen schauen wir uns auch direkt mal mein Team an. Heute sehr, sehr ausführliche Analyse des Teams. Aber er hat ein super starkes Team und ich weiß einfach nicht, Leute. Mal schauen, wie das wird. Wir haben hier ein offensivfesten Boros-Team mit der Das Boros-Team mit der Offensivweste so rum. Mit den Attacken Kehrtwende, Strauchler, Schlammburger und Kraftreserve Eis. 244 KP Investment, 80 in die Verteidigung, 4 in die Spezialangriff und 180 in die Initiative. Mit einem Scheuenwesen plus Initiative minus physischen Angriff. Wir haben so viel Initiative, um alle seine Pokémon zu outspeeden, außer Scarfa natürlich. Sein schnellstes ist Boros in der Inkarnationsform. Das outspeeden wir mit dem Investment und dementsprechend ist es ziemlich, ziemlich wichtig, dass wir so viel reinpacken. Wir haben hier 244 KP, damit wir generell ein paar Hits besser tanken, zum Beispiel von seinem Knackrack, also so ein Draco oder generell eine Drachenklaue, deswegen auch das Verteidigungsinvestment vor allem, damit wir eine Drachenklaue ein bisschen besser tanken, aber auch von Vashakwil einen Hit besser tanken oder von Viridium zum Beispiel und so weiter und so fort. Und 4 Spezialangriffsinvestment, weil das eben übrig geblieben ist und ja, dann macht man immerhin etwas mehr Schaden als vorher. Nicht wirklich viel mehr. Na, Kehrtwende für Momentum, Strauchler für seine Pokémon Lapras und Hypoteros. Auf beiden macht das über 50%, außer ein total speziell defensives Hypoteros. Dann haben wir die Schlammwoge für sein Pantimos. Wir haben gesehen, in der Hinrunde war es ziemlich gut, vor allem, weil ich keine Offensivweste auf Boros hatte. Diesmal habe ich eine, das heißt, ich tanke safe einen Donnerblitz, kann auch eine Schlammwoge dann raushauen und über 50% machen. Deswegen habe ich auch keinen Luftschnitt dabei, weil
ich mir dachte, okay, es trifft eigentlich nur Viridium und das treffe ich auch mit Stammburge ganz gut und dementsprechend habe ich auch nochmal die Stammburge für sein Panthimos sicher ist sicher. Dann haben wir die Kraftreserve Eis für sein Megaknackrack, aber es trifft auch natürlich etwas sein Hypoteros, wobei das wird nicht so viel Schaden machen, vor allem wenn er speziell defensiv ist. Dann noch sein Boreos in der Inkarnationsform, da macht es auch immer 40% oder so Viridium ein bisschen Schaden drauf und sein Waschakwil generell, er hat ja eine krasse Eisschwäche. Da ist so viel zu Boreos Ziel, von diesem Pokémon erwarte ich mir viel, weil es sehr, sehr wichtig auch für das Match ist und sehr viel in seinem Team hart trifft. Dann haben wir Panzer-Eron mit den Überresten, mit den Attacken, Tarnsteine, Wirbelwind, Ruheort und Sturzflug. Wir haben 244 KP-Investment, 252 in die spezielle Verteidigung mit einem speziell defensiven Wesen und 12 in die Verteidigung. Hier 12 in die Verteidigung, um immerhin etwas Verteidigungsinvestment zu haben und vielleicht auch ein bisschen besser was von Viridium zu tanken, aber es ist eigentlich nur dafür da, also das Spezialverteidigungsinvestment, um die ersten speziellen Hits zu tanken. Denn ihr seht es, wenn ihr sein Team gerade eben gesehen habt, er hat ziemlich viel physische Power natürlich mit Stahlobor und so weiter, aber die können mir sowieso nichts machen. Und Entei tötet mich, egal ob ich physisch defensiv bin oder speziell defensiv. Und Viridium kann ich auch so ganz gut tanken und ich habe dafür ja auch Boros. Deswegen lieber Spezialverteidigungsinvestment, um ein paar Hits von seinen speziellen Threats zu tanken, auch ein Draco-Meteor von seinem Mega-Knackrack sehr gut abzufangen und natürlich auch einen Feuersturm kann ich dadurch immerhin abfangen. Und vielleicht auch die Tarnsteine immerhin nochmal rausbekommen oder Wirbelwinden, falls er irgendwie SD schon draußen hat oder Sturzflug einsetzen, um ein bisschen Schaden raufzubekommen. Generell, mir bringt das Death Investment hier nicht unbedingt was, denn ich walle Panzer-Eron, ich walle sein Stahlobor so oder so. Deswegen dieses Investment. Dann haben wir Gary, das Gastrodon wieder mit der Gründnobeere, mit den Attacken Erdkräfte, Siedewasser, Genesung und Toxin. Wir haben hier 252 KP-Investment, 252 in die physische Verteidigung und 4 in die spezielle Verteidigung mit einem physisch-defensiven Wesen, mit einem kühnen Wesen. Wir haben hier ein total physisch-defensives Gastrodon, ähnlich wie in der Hinrunde, weil wir immer ein Switch-In für Entei brauchen, denn Entei ist ein Threat, egal welches Set mit Choice Band oder auch mit Solar Beam, Sunny Day, das könnt ihr auch machen, also mit Sonntag, das könnte gefährlich werden. Ich hoffe mal, dass er es nicht mitnimmt, wobei ich dafür auch einen offensivfesten Boros habe, was immer ein bisschen was tankt, oder auch Latios. Na, auf jeden Fall, hier Erdkräfte, Siedewasser erklären sich von selbst, Siedewasser trifft vieles in seinem Team hat, vor allem, weil er eine gute Wasserschwäche hat, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe. Naja, er hat auf jeden Fall eine gute Wasserschwäche, richtig. Und Erdkräfte trifft auch sein Entei, wenn er die Sonne draußen hat. Deswegen auch Erdkräfte über Eisstrahl. Und Genesung natürlich, um uns hochzuheilen. Toxin für sein Lapras, denn sonst würde Lapras immer einen safen Switch-In bekommen. Und so können wir ihn immerhin toxinieren. Die Grindobeere ist natürlich dafür da, damit wir eine Strauchelattacke tanken von Boreos oder von seinem Reitschuh, eine Strauchelattacke und so weiter und so fort oder auch ein Energieball von seinem Panthimos, aber vor allem dafür da, dass wir in Bärenkräfte Entei ziemlich gut tanken können mit der Lizibeere, was natürlich zum Typ Pflanze wird, dementsprechend können wir dann die Attacke tanken und dann ein Siedewasser raushauen oder eine Erdkräfte. Dann haben wir als nächstes Pokémon Nidoking mit dem Walschall, sehr, sehr starkes Pokémon gegen ihn. Wir haben hier die Attacken Erdkräfte, Schlammburge, Eisstrahl und Donnerblitz. 132 KP Investment, 252 in die spezielle Offensive mit einem mäßigen Wesen, 116 in Initiative und 4 Def sowie 4 Spezialverteidigung. Wir haben so viel Initiative, um mit dem Walschall ein Full-Speed-Raichu zu outspeeden. Nicht Full-Speed-Raichu, ein Full-Speed-Boreos-T zu outspeeden, meine ich nicht Boreos-T, Boreos-Ei, Hilfe. Wir spielen ja Boreos-T gegen Boreos-Ei, das wird auch ziemlich lustig, falls er es dann doch mitnimmt, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall outspeeden wir das, also alles in seinem Team outspeeden wir, außer natürlich andere Scarfa, aber ich habe sowieso genügend Switch-Ins in mögliche Scarfa von ihm, deswegen sollte das passen. Und dementsprechend hier nur so viel Initiative. Und die meisten Scarfa von ihm sind sowieso schneller als ich, außer Waschakwil oder Hooper, aber davor habe ich jetzt nicht allzu viel Angst. Dementsprechend hier dieses Investment, dann noch KP-Investment, damit wir immer ein schön bisschen Bulk haben. 4 in Def und 4 in Spezialverteidigung, weil ich auf eine ungerade KP-Anzahl kommen wollte, wobei das sowieso bei Nidoking nicht so wichtig ist, weil die Tarnsteine sowieso resistiert werden. Dann haben wir Erdkräfte, Schlammburge, Eisstrahl und Donnerblitz als Attacken, um wirklich alles in seinem Team hart zu treffen. Außer sein Hooper. Okay, Hooper ist das Einzige, was von nichts hart getroffen wird, von diesen Attacken. Ich hätte Spukball raufpacken können, habe mich dagegen entschieden, weil ich diese Attacken lieber haben wollte, weil Erdkräfte ziemlich viel in seinem Team hart trifft. Schlammburge trifft sein Panthimos unter anderem, dafür könnte es ganz wichtig sein und generell ein sehr, sehr schöner Step. Und Eisstrahl trifft natürlich Knackrack, Hypoteros, sein Viridium, Boreos in der Inkarnationsform und sein Waschakwil und Donnerblitz ist nochmal dafür da, damit wir Lapras treffen können. Deswegen diese Attacken.
generell, das ist ein sehr, sehr guter Sweeper am Ende, wenn wir das Feld vorher etwas aufräumen. Da haben wir Latios mit dem Lebenorb, mit den Attacken Dracometeor, Psychoschock, Eisstrahl und Ruheort. Dieses Pokémon soll auch das Feld etwas aufräumen, eben für mein Nidoking. Und zwar haben wir hier Full-Initiative-Investment mit einem Scheunenwesen, 252 Spezialangriffs-Investment und 4 in die Verteidigung. Ziemlich Standard eigentlich. Draco und Psychoschock treffen, oder Draco und Psychoschock treffen alles in seinem Team ziemlich gut, bis auf sein Stahlobor, weil es beides resistiert. Aber dafür haben wir den Eisstrahl, um ihn neutral zu treffen. Das sollte auch ziemlich guten Schaden machen, außer er trägt die Offensivweste. Eisstrahl ist natürlich auch für seinen Knackerack da, aber auch um über 50% gegen seinen Helporteus zu machen, selbst wenn er es speziell defensiv spielt. Und dementsprechend müssen wir nicht den Draco droppen und dann unseren Spezialangriff verlieren, was auch ziemlich hilfreich ist. Und generell Latios sehr, sehr gut, weil es fast alles outspeedet, bis auf seinen Boreos und dann ein Speed-High kommt mit seinem Raichu. Und Latios kann auch sehr, sehr guten Schaden gegen den guten alten Teemo hier drücken, gegen sein Team. Dann haben wir Mega Absol als letztes Pokémon mit den Attacken Abschlag, Tiefschlag, Eisstrahl und Schutzschild, das allererste Mal. Wir haben hier 228 Initiative-Investment mit einem naiven Wesen, 252 in den Angriff, 20 in die KP und 4 in Def und 4 Spezialangriff, weil ungerade KP-Anzahl und so weiter, wobei es hier auch nicht wieder so wichtig ist, aber ich spiele gerne die Pokémon mit ungerader KP-Anzahl. Deswegen dieses Investment, wir haben hier so viel Initiative wieder, um sein schnellstes Pokémon zu outspeeden, was ein Boreos ist. Wir wollen natürlich hier auch nicht auf den Tiefschlag gegen das Ding gehen, weil das Ding auch sowas wie Ränkeschmied gerne mal einsetzt, oder kann das Ränkeschmied nicht Ränkeschmied, ich meine Delegator, das war das Problem, Delegator zum Beispiel, oder Rückenwind und so weiter und so fort. Deswegen hier natürlich nicht Tiefschlag einsetzen, sondern Abschlag. Und deswegen habe ich auch eben das Schutzschild drauf, damit er eben nicht immer irgendwie meinen Tiefschlag predikten kann. Natürlich gegen Boris ist es ein bisschen gefährlicher, da sollte ich das nicht einsetzen, wenn ich einen Sub fürchte. Aber gegen Knackhack zum Beispiel, was schneller ist, wenn ich nicht in der Mega bin, dementsprechend kann ich safe immer Schutzschilden und dann einen Eisstrahl raushauen, was ihn besiegen sollte. Dementsprechend habe ich hier Schutzschild drauf, um immer safe meine Mega rauszubekommen. Denn sobald ich meine Mega rausbekomme, bin ich ein super großer Threat gegen ihn, denn er hat keinen safe Switch-In. Mit Eisstrahl und meinen beiden Steps, Abschlag und Tiefschlag, treffe ich alles in seinem Team sehr, sehr, sehr gut und deswegen brauche ich jetzt hier auch nicht unbedingt Schwertern, denn ich kann mich sowieso schwer gegen irgendwas von ihm setupen. Dementsprechend hilft mir das viel, viel besser, wenn ich das hier mit Schutzschild das erste Mal spiele. Das ist auf jeden Fall mein Team. Meine Wincon ist auf jeden Fall Absol oder mein Nidoking, zumindest gegen Ende. Ich habe jetzt keinen Setup-Sweeper, aber gegen Ende kann ich mit beiden ziemlich gut aufräumen. Latios kann auch am Ende aufräumen, aber ich werde Latios wahrscheinlich eher dafür nutzen, um am Anfang ein bisschen die Walls zu breaken und dann mit den anderen beiden durchzusweepen. Oder auch Boreas kann ziemlich gut am Anfang ein bisschen Druck aufbauen, weil es sehr, sehr viele Attacken hat, um den Gegner ziemlich hart zu treffen, auch wenn ich hier kein offensives Boreas fahre, sondern eher ein bulkiges mit der Offensivweste natürlich. Und dementsprechend, das ist mein Team. Und das wird sehr, sehr schwer gegen Teemo. Ich stelle mich auf einen schwierigen Kampf ein. Und ich habe natürlich den Sinn dahinter. Oder ich habe natürlich den Ansporn zu gewinnen. So oder so. Aber es wird super, super schwer. Weil, wie gesagt, sein Team ist sehr, sehr gut gegen mich. Aber ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie klappt. Das wird schwer. Aber ich habe auch keine schlechten Chancen. Weil Nidoking ist ein sehr, sehr großes Problem gegen ihn. Genauso wie mein Latios und mein Absol. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim GPA-Kampf gegen den lieben Teemo, also für euch morgen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen GPA-Sonntag morgen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.